Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwiff. Wir sind immer noch dabei, die Kirche zu bauen. Das wird ein bisschen dauern. Und ja, endlich sind die Felder fertig. Das heißt, wir bekommen jetzt ganz, ganz viel Zeus, was wir dann eigentlich auch exportieren könnten. Wenn denn jemand danach fragt, müssen wir dann mal schauen, was wir dann noch so übrig haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Vielfalt hier für unsere Leute, was das Essen angeht. Ja, ein Schweinchen mehr seit der letzten Folge haben wir auch. Leider kriegt hier niemand Kinder. Naja, kommt bestimmt noch, kriegen wir alles noch. Wir haben in der letzten Folge geschlachtet. Tatsächlich, ich habe mich getraut. Ja, wir haben zwei Kühe. Zwei oder drei? Drei sogar, ne? Zwei oder drei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jetzt könnten wir halt überlegen, wie wäre dann das? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wenn wir zwei Bullen... Na gut, jetzt vielleicht noch schwierig. Wir brauchen ja auch, glaube ich... Achso, das hätten wir sogar. Wir hätten zweimal einjährige Bullen quasi. Ich glaube, das war ja... Warte mal, wo haben wir denn das? Irgendwo stand das doch hier. Hier. Bullen zu Ochsen. Ja, ein Jahr alt. Aber das Problem, was ich jetzt sehe, wenn wir das machen würden und zwei Ochsen holen würden, dann hätten wir, glaube ich... Ich weiß nicht, ob wann Bullen dann wieder neu zeugungsfähig sind. Ich habe ein bisschen Angst, dass mit 5 Monaten vielleicht noch keine neuen Kälber gezeugt werden könnten. Und was ich auch natürlich noch machen müsste, wäre dann erstmal Wagen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ohne Flug können die Ochsen natürlich auch nichts übers Feld ziehen. Oh, hier ist immer noch Limestone drin und Sunflower Oil. Okay. Sollte gar nicht sein. Naja. Oh. Wir haben hier gar nicht mehr so viel drin. Oh je, das ging aber schnell weg. Okay. Und jetzt haben wir hier Quicklime 5500. Leim 4... Ja, 4000 immerhin. Gut, hätte mir jetzt mehr gewünscht, muss ich essen. Wir haben ja noch nichts verkauft. Ne? Das ist wirklich das, was wir haben, das Leim. Ja, gut. Dafür, dass da... Ja gut, aber hier ist noch viel Quicklime. Also... Ja, da kommt ja noch ein bisschen was raus. Ich war gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, da müsste doch ein bisschen mehr Leim rauskommen. Aber andererseits, wir haben ja auch noch ganz viel Quicklime hier drin. Ne? Also da wird ja noch ein bisschen was hergestellt. Ja, wir haben herausgefunden, Leder geht leider noch nicht. Dafür bräuchten wir auf jeden Fall noch Salz. Salz kriegen wir leider auch nur durch Handel rein. Zumindest ist es momentan noch der Fall. Ansonsten kann ich gerade gar nichts machen. Was ist hier los? Ist exhausted. Achso, weil der jetzt quasi schon fürs nächste Jahr plant. Ja gut, das können wir umplanen. Dafür würde ich aber mal Normalgeschwindigkeit... Was hier? Supply for Ochsen ist disabled. Was ist das Problem? Dass der Ochse fehlt? Ich weiß es nicht. Wartet mal. Hier waren auch andere Sachen, ne? Das Problem war hier auch noch. Das hat ja auch nicht funktioniert. Okay, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass die Tiere fertig sein müssen, ne? Prepare this horse to be... Ja, ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Wagen wahrscheinlich nicht hergestellt werden können, ohne dass die Tiere, hier die Pferde zum Beispiel und hier der Ochsen da ist. Wahrscheinlich muss das zusammen hergestellt werden. Okay, jetzt hat er nichts mehr zu tun. Okay, ja, das wird wahrscheinlich genau so sein. Gut, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Felder fürs nächste Jahr. Jetzt gucken, jetzt müssen wir mal wieder gucken, was geht. Hier könnte man garantiert irgendwas machen, oder? Blau, nochmal Hanf tatsächlich. Das sollte kein Problem sein. Warte mal, was ist hier mit, ja, 10%? Alles da, wunderbar. Dann, hier haben wir gar nichts Rotes mehr, aber noch ein bisschen Blau und ein bisschen Grün. Aber ich glaube, da... Doch, hier, Buckwheat können wir machen nochmal. Ach nee, oh, ja, ist falsch, Entschuldigung, wir sind... Ah, verdammt, wieder falsch gedacht, wir sind schon hier, quasi, wir sind schon hier. Ist aber okay, dann kann hier quasi dann nichts kommen. Hier sind wir hier gerade. Das heißt, hier Buckwheat wäre auch richtig und dann nicht... Ach nee, nee, ganz falsch. So, und hier wäre dann nichts. Dann könnte ich hier eigentlich dann wieder Weizen kommen. Dann müssen wir da mal gucken. So, hier wollte jetzt Hanf machen. Wäre aber schlecht. Was? Warum darf ich das jetzt hier nicht ändern? Weil es noch nicht gepflückt ist, oder?
Hier darf ich. Okay, irgendwie gerade seltsam. Ich glaube, weil die noch nicht fertig gepflückt sind, darf ich die noch nicht machen. Hier war alles weg, deswegen können wir hier irgendwas machen, was richtig viel verbraucht. Sonnenblümchen zum Beispiel. Hier sieht es auch gar nicht mal. Ach, hier darf ich noch nicht. Hier darf ich auch noch nicht. Und hier darf ich aber. Aber doch. Hier haben wir auch alles frei. Oh, hier darf ich nicht, aber Weizen ist okay. Ich hoffe, ich darf die anderen Felder noch ändern. Mit Season. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich daran liegt, dass das die Dinger hier sind, die noch nicht geerntet sind vielleicht. Ich hoffe mal, dass es das ist. Hm. Gut, und jetzt muss ich mir natürlich auch merken, welche das dann... Oh Gott. Habe ich mir jetzt natürlich nicht mehr gemerkt, ne? Welche Felder das jetzt... Also hier zum Beispiel müsste man auf jeden Fall ändern. Hier ist ja alles frei. Ja, kann ich leider gerade nicht. Na gut, müssen wir noch kurz warten. Ich hoffe, dass ich das noch ändern darf. Okay, warten wir einfach. Wie sieht es hier aus mit der Kirche? Oh, oh mein Gott. Wunderbar. So, was gibt es denn Schönes? Kühe, Eisen, 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 Eisen. Ansonsten Nägel könnten wir fertig kaufen. Nicht so richtig was, was ich haben möchte tatsächlich. Und generell müssen wir erstmal Geld machen, sehe ich gerade. Wir haben überhaupt kein Geld. Okay, dann wäre das hier ganz praktisch eigentlich. Das ist ja, glaube ich, sogar noch drin. Ich will mal 300 machen. Dann gucken wir mal eben hier rein. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr. Ich glaube, da wurde ein bisschen was wieder rausgenommen. Bin ich blind? Sag mal. Ich sehe es gerade wirklich. Ach, hier. Oh Gott. Gut, jetzt war ich zufällig gerade drauf. So. 300. Und natürlich brauchen wir zwei Arbeiter. Können wir noch was verkaufen? Ah, schade. Salz hat er nicht. Ja, und wie sieht es mit unserem Eisen gerade aus? Wie nichts? Ist es schon vollkommen weg? Ernsthaft? Wow. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass das Eisen jetzt schon komplett weg ist. Okay. Dann muss ich Eisen kaufen. Ich hoffe... versuchen wir es mal. Also wenn der andere Händler... Ja, wenn wir vorher verkaufen, dann geht das auch. Dann sollten wir genug Geld haben. Können wir noch was verkaufen. Ach, wir haben sonst einfach nichts. Mehl ist ja gerade auch eher Mangelware. Mehl haben wir gerade nicht, ne? Nee, das ist alles, was produziert wird, auch direkt wieder weg. Okay. Gut, ein bisschen unpraktisch. Und hier muss auch schnell Leute reinkommen, damit es verkauft wird. Gut, 200 können wir auf jeden Fall verkaufen. Ha. Kartoffeln. Haben wir jetzt gepflanzt, aber so möchte ich es jetzt auch nicht verkaufen. Nee, ist heute nicht unser Tag hier beim Handeln, würde ich sagen. Ist nicht unser Tag. Jetzt gucke ich mal gerade. Hier haben wir 500 noch. Da waren die 0. Ja, aber ich will auch nicht alles weggeben davon. Wir wollen ja unsere Dorfleute auch noch damit versorgen. Das machen wir mal nicht. Wollen die auch Tiere eigentlich? Nee, ne? Tiere will keiner kaufen, habe ich so das Gefühl. Ja, zumindest noch nicht gesehen, dass jemand mal Tiere haben möchte. Statt verkaufen. Wäre natürlich auch gut, wenn man richtig viele Tiere die ganze Zeit hochzieht. Dann könnte man ja auch mal so einen Bullen einfach verkaufen. Vielleicht habe ich auch nicht richtig drauf geachtet. Vielleicht ist es sogar möglich. Also vielleicht wollte schon mal jemand, weiß ich nicht mehr. Kann mich nicht entsinnen, ob man einen Tier haben wollte. Ja, und Steine können wir auch zu Hause verkaufen, aber will auch keiner. Und den Leim will auch niemand. Ganz ehrlich, ich produziere so viel Leim und dann will das keiner. Ja, ich hatte ja gehofft, dass wir mit dem Leim quasi einen schönen Exportmarkt aufziehen können, aber da habe ich mich wohl geschnitten. Okay, wir brauchen noch 8900 und 100 Nägel. Okay, da habe ich vorhin nämlich falsch geguckt. Ich habe hier unten geguckt. Manchmal, naja. So, hier arbeitet jetzt wenigstens noch einer. Sehr schön. Holz wird fleißig nachproduziert. Hier muss ja auch eine Menge hin. Wir können uns ja mal kurz angucken, was da schon alles rumliegt. Oha. Ja, das ist eine Großbaustelle. Also zumindest im Vergleich zu den anderen Baustellen, die wir hier so hatten. Kann man es Großbaustelle nennen. Okay. Wir warten. Ja, ach man, Salz wäre jetzt so cool gewesen. Menno. Na gut. Oh, jetzt geht's hier los auf dem Feld. Sehr schön. Kartoffeln.
Das hatten wir... Ja, das haben wir eingestellt, als nächstes Mal brach. Wahrscheinlich aber... Hä? Gucke ich falsch? Verloren. Ich frage mich gerade, ob ich falsch gucke, ob ich gerade falsch denke und... Nee, doch, stimmt ja. Hier war Weizen. Ja, doch, dann hatte ich schon umgeschalten, würde ich sagen. Bin mich gerade ein bisschen verwirrt, wegen dem Hinterlegten, ob das so richtig ist, was ich hier gerade tue. Backweed, ja. Grün-Blau ist richtig. Was ist das jetzt? Aha, ich wünschte, hier würden einfach die Nummern direkt dran stehen. Ich kann es ja schlecht abzählen. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge ich das hier gesetzt habe. Ich hätte gerne Nummern dran einfach. Ich sehe das leider auch hier jetzt überhaupt nicht, was das hier ist. Hanf? Ich weiß es nicht. Das ist wie kleine Salatköpfe oder so. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Feld war. Vielleicht auch die Kartoffeln. Könnten die Kartoffeln sein? Wo waren denn Kartoffeln? Hier, das wäre dann Feld 7 quasi. Haut das hin? Ich weiß es nicht. Hier können... Na, kann ich immer noch nicht. Okay, wir müssen noch warten. Ich hoffe, dass ich das noch ändern darf, sonst müssen wir die Felder abreißen, weil es bringt uns nichts, Sachen auf Felder zu pflanzen, wo dann die Nährstoffe nicht da sind. Dann müsste ich die Felder woanders hinbauen quasi. Die abreißen und... Ja, weiß ich nicht, wie sich denn der... Oh! Ach, guck mal, wird kalt, ne? Die Kühe gehen rein. Aber auch in Reihung geht und alleine vor allem, ne? Kein Mensch dabei. Ernsthaft? Mensch, die Kühe haben ein gutes Zeitempfinden. Die wissen ganz alleine, wann sie vom Feld rein müssen. Ich bin ja... Wow. Wir haben die besten Kühe der Welt. Hier ganz ehrlich, die kann jetzt, glaube ich, auch geschlachtet werden. Wir haben jetzt Kühe, die auch nachkommen, die einigermaßen alt sind. Oh Gott, das ist ein bisschen... Also ganz ehrlich, wenn wir mehr Bindung zu den Kühen jetzt hätten, mit Namen geben und keine Ahnung, den könnte ich das gar nicht. Also hier, also ich, man muss sich das mal jetzt vorstellen, in echt, ne? Hier ein Häkchen reinsetzen. Heißt hier im Spiel nur, gut, wir bringen Pixel um. Okay, also ein paar Pixel. Aber im echten Leben hier ein Häkchen reinsetzen, würde heißen, ich bestimme aus einer Liste von Tieren, eine durch ein Häkchen setzen zum Tod. Ein Lebewesen. Ich bin heilfroh, dass es hier ein Spiel ist. Ich könnte es echt nicht. Ich könnte niemals entscheiden, dass ein Tier stirbt und andere nicht. Also auch diese Auswahl, so, ja, du darfst noch leben, du nicht. Gibt einen Grund, warum ich Vegetarierin bin. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich diese Entscheidung nicht treffen könnte im echten Leben, du stirbst, du nicht, und das bei Lebewesen, dann kann ich auch nicht sagen, dass ich ein Stück Fleisch essen kann. Das ist so, das symbolisiert das gerade extrem gut tatsächlich, warum ich persönlich halt aus moralischen Gründen kein Fleisch essen kann. Weil ich sage, wenn ich das nicht kann, in echt hier ein Häkchen setzen könnte, wenn ich das nicht kann, dann darf ich auch kein Fleisch essen. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin. Dann kann ich nicht erwarten, dass andere dazu in der Lage sind und das machen. So. So viel dazu. Hier fehlen Nägel. Oh, das ist schlecht, aber... Oh, das Eisen ist angekommen. Und wir sind... Pleite? Warum sind wir immer noch pleite? Haben wir unser Sonnenblumenöl nicht verkauft oder haben wir es verkauft und das ist schon wieder neues? Ich bin verwirrt. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Müsste eigentlich vorbei sein, ne? Ich glaube, der Händler war da. Oder kommt der noch? Also, wenn das Eisen ankam, müsste quasi auch eigentlich das andere verkauft worden sein. Aber müssten wir nicht mehr eingenommen haben? Ach so, klar, weil das Minus... Wir haben quasi erstmal unser Minus wieder aufgefüllt. Ja. Okay. Na gut, das ist natürlich blöd. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr Sonnenblumenöl verkaufen sollen. Wir haben eigentlich ziemlich viel, ne? Hier 500, da 100, jetzt hier nochmal 300. Ich hätte mehr verkaufen können. Ja, Sonnenblumenöl ist eigentlich so unser Exportding, ne? Naja, gut. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich habe auch nicht dran gedacht, dass er erstmal quasi, dass er auch ins Plus kommen muss. Aber gut, wir haben Eisen. Also Nägel werden wieder hergestellt. Wir kriegen neue Nägel ran. Ach, oh Gott, wir haben alles. Oh, wie ist das? Es ist collected. Oh mein Gott. Es kann gebaut werden. Oh, das wird spannend. Das wird richtig spannend. Das möchte ich auch gern sehen, weil so eine Kirche baut man jetzt nicht aller Tage. Das möchte ich sehr, sehr gerne verfolgen. Ich versuche irgendwie das Bild so ein bisschen so zu stellen, dass wir quasi alle ein bisschen was von haben. Dass man hier sich ein bisschen was angucken kann quasi.
Ja, gut, ist jetzt nicht mehr die schönste Aussicht. Im Winter wird es schöner aussehen. Wenn wir Glück haben, fängt es bald an zu schneien. Jetzt gerade hier mit dem Boden eher, naja, ein bisschen mau. Auch mit den kahlen Bäumen und so sieht jetzt. Ja, der Herbst ist hier nicht schön. Also, man muss ja auch sagen, auch der Herbst hätte ja etwas bunter dargestellt werden können. Also Bäume, die so ein bisschen, ich weiß nicht, Herbstlaub und so. Ich glaube, das hier symbolisiert quasi das Laub, aber schön ist anders, ne? Das sieht aus wie vertrocknetes Gras in der Dürrezeit. Das sieht nicht nach Herbst aus. Das ist nicht, ja, buntes Laub. Das ist einfach nur verdorrtes Gras quasi. Naja, gut. Der Herbst, vielleicht wird er nochmal schöner. Vielleicht wird da noch was getan. Winter gefällt mir ja ausnahmslos gut. Also wirklich, wirklich gut. Habe kaum ein Spiel gesehen, in dem ich die Winterlandschaft so schön fand. Und auch dieser Tau-Effekt, wunderbar. Herbst, ja gut. Müssen wir dran arbeiten. Und sonst im Sommer finde ich es auch okay. Finde ich auch eigentlich sehr schön. Ich mag auch das gefrorene Wasser und so. Also Winter finde ich hier echt einfach unglaublich schön. Ja, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. So, jetzt sehen wir, wie die Kirche hier entsteht. Oh, doch ganz schön weit. Ach so, ja, weil die Treppe noch runtergeht, ne? Ich habe mich gerade gewundert, dass es doch so weit weg ist, aber ich glaube, die Treppe wird dann doch bis hier wahrscheinlich bis zu den Fähnchen gehen. So einigermaßen. Oh, jetzt fängt es an zu schneien. Oh, ach, das heißt ja auch, ich muss mich um ein bisschen was kümmern, ne? Fischer und so sollten ja alleine weggehen, glaube ich. Ich mach gerade einfach mal. Ich glaube, die wären auch von allein weggegangen, aber hey. Boote. Ah, schade. Ach, fast. Ich glaube, das wird nämlich vorher nicht repariert, ne? Oh, haben wir jetzt, wurden die jetzt geerntet oder ist jetzt alles verdorrt? Ich hoffe, dass das alles reingebracht wurde. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass das dem nicht so ist. Ich hoffe, die haben es geschafft und alles reingebracht. Okay, dann bleibe ich mal hier drauf, aber gehe hier in das Ding. Dann können wir quasi die Farm managen. So. Und nebenbei den Kirchbau so ein bisschen angucken. So, glaube ich, ist ganz schick. Okay. Also Hanf haben wir schon ausgewählt. Okay. Wo ich das vielleicht sogar nochmal ändern muss, weil wir das Problem haben, dass nirgendwo orange war. Warte mal. Ach nee, das funktioniert leider nicht. Gibt das? Nee, dafür wäre es zu wenig. Na nee, muss schon Hanf bleiben, glaube ich. Buckwheat war hier richtig. Ja, da muss ich auf jeden Fall das Feld erholen. Hier auf. Ach so. Nee, hier haben wir Buckwheat gemacht. Okay. Hier muss ich das Feld aber auf jeden Fall erholen. Macht's auch. Kartoffeln wäre Quatsch. Da könnten wir Weizen nehmen. Hier ist alles schön voll. Warte mal. Ja, Weizen, Weizen wäre cool, ja. Hier haben wir die Sonnenblume nämlich schon. Moment, eins runter. Oh Gott, das geht immer ein bisschen zu schnell. Hier müsste eigentlich gar nicht erholen. Hier können wir auch nochmal Buckwheat machen, würde ich sagen. Dann. Ja, Kartoffeln haben wir noch gar nicht, ne? Würde ich auch mal nehmen, auch wenn das Feld hier eigentlich sehr gut erholt ist, trotzdem. Und hier. Sieht auch gut aus, Mensch. Da können wir. Ja, da haben wir eigentlich eine gute Saison, würde ich sagen. Hier sind sehr viele Felder gut erholt. Warte mal. Jetzt hätten wir zweimal Kartoffeln. Warte mal, sind das jetzt doch zweimal Kartoffeln? Buckwheat. Sonnenblume. Weizen. Nichts. Hanf. Buckwheat. Weizen. Weizen? Weizen nochmal. Ja. Würde gehen. Wo ich ein bisschen Angst habe, dass wir zu wenig Weizen dann hätten. Na, ich mache vielleicht noch einmal Weizen. Ach nee, hier geht's nicht. Genau da geht's gerade nicht. Dann könnten wir hier vielleicht 71. Ja. Machen wir da nochmal Weizen. Okay, jetzt haben wir's. Wunderbar. Die Farm ist soweit gemanagt. Die müssen noch alles hier holen. Hier sehen wir schon der Weizen eingefroren. Komisch, ne? Der Weizen ist am nächsten dran. Warum sie nicht erstmal den reingeholt haben, verstehe ich nicht ganz. Oh, schön. Ach, das ist so schön. Allein auch hier mit dem roten Mantel gerade und was hat die da in der Hand? Eier. Ach, toll. Bringen wahrscheinlich gerade die Eier vom Markt da unten hin. Stimmt. Was ich komplett vergessen habe. Wir haben jetzt quasi sowas wie zwei Bezirke. Die hier am Markt, die nicht. Jetzt überlege ich gerade, ob es sinnvoll wäre, den auch noch im Markt vor die Tür zu stellen. Die muss echt weit laufen, ne? Also nehmen wir wirklich hier, das ist ja so die letzten beiden Häuser bis da hinten. Na, es geht noch, aber
ist schon Weg. Buying Food, ja, die geht auch gerade Essen kaufen. Ja, ich denke mal drüber nach, ob die hier vielleicht auch noch einen Markt bräuchten. Zumindest für Essen. Also ich meine, Kleidung und so können sie auch da hinten kaufen gehen. Ist ja nicht so lebensnotwendig. Aber Essen wäre schon schön, wenn sie da nicht so weit gehen müssten. Und wir sind tatsächlich schon am Folgenende. Mensch, gar nicht so viel geschafft. Gut, alle Ressourcen hier hingebracht. Immerhin auch schon viel verarbeitet, wie ich gerade sehe. Auch hier das Ganze, der Stein... Ich weiß nicht, wie soll man es nennen. Das Fundament. Das steinige Fundament steht. Also dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Blick auf unser Winterdorf verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.